So, unser Gemeindehausumbau schreitet voran und ich zeige euch jetzt mal ganz kurz, wie die Baustelle aussieht und was sich hier schon getan hat. Was hier schon passiert ist, wie ihr seht, ist hier im großen Saal einfach die Bühne schon abgerissen, die Decke weg und ansonsten ist das ganze Haus eine Baustelle. Passiert, seit das Gemeindehaus geschlossen ist und wir Abschied genommen haben. Wir haben großes Spielzeug jetzt hier stehen, wie man sieht. Und jetzt wird hier gerade im ehemaligen Jugendcafé oder manche kennen es auch noch als Teestube schon der Aufzugsschacht ausgegraben. Also der kommt hier dann aus dem Keller hoch und läuft dann bis in den ersten Stock hoch, sodass dann alle Stockwerke gut erreichbar sind mit dem Aufzug. Hallihallo, ich bin heute in meiner Gemeinde, in der Pauluskirchengemeinde Tempelhof, weil hier wird ja unser Gemeindehaus umgebaut. Und ich zeige euch heute mal, wie weit wir sind und das erklärt heute mal ganz genau Herr Hirschmüller, der hier das ganze Projekt nämlich mit betreut. Und der erzählt mal jetzt hier in den einzelnen Räumen, wie weit wir ungefähr jetzt sind. Wir stehen hier im ehemaligen Jugendraum und dem zukünftigen Café. Das Café umfasst später diesen Raum hier und den ganzen Raum da drüben und diese Wand, die jetzt hier noch in der Mitte steht, wird später abgerissen und da kommen drei Stützen rein, sodass wir hier einen schönen großen Kaffeeraum haben. Das sollte ja für die Gemeinde das neue Herz des Gemeindehauses werden. Hinter uns sehen wir das große Loch. In diesem Loch wird später der Aufzug stehen. Der Aufzug fährt vom Keller da unten bis hoch ins Obergeschoss. Und damit ist dann auch das Haus wirklich barrierefrei, dass man dann mit Rollstuhl sehr gut das auch benutzen kann. So, also jetzt haben wir letzte Woche das erste Gerüst gestellt. Das ist dafür da, um hier Öffnungen in der Fassade zu machen, die später an den beiden offenen Fenstern und auf der Seite über den Türen unten neue Türen zu machen, die den zukünftigen Laubengang erschließen. Laubengang wird so ähnlich wie das Gerüst hier einmal rumführen und dann die oberen Räume nochmal zusätzlich mit dem Garten verbinden. Also wir stehen hier im zukünftigen, wie vorher auch, Musikraum. Der hat jetzt eine neue Tür bekommen zum neuen Jugendraum. Es ist ein zweiter Rettungsweg, aber es gibt dann auch eine Verbindung. Und wir haben die Türen zum Foyer hier alle größer gemacht, um die Räume besser zu verbinden mit dem öffentlichen Raum. Wir stehen hier im großen Saal und da ist die alte Abhängdecke abgerissen worden. Da haben wir die relativ schöne Struktur da oben gefunden, die wir versuchen jetzt wieder aufzunehmen bei der neuen Decke. Hier muss natürlich noch Akustik rein, weil der Raum sehr hallig ist, wie man hier hört. Da kriegen wir noch sehr schöne Vorhänge wahrscheinlich an dieser Seite. Und hier drüben die zwei Öffnungen
von denen aus man dann auf die Kirche an und den Zugang zum Laufgang hat.